zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade fleißig am Packen. Es geht nämlich morgen früh, sehr früh, für mich los auf eine Reise. Und zwar ins oberbayerische Bad Tölz. Da war ich auch selber noch nie. Marco kommt nicht mit, der ist leider verhindert durch Termine. Aber ich freue mich auch schon sehr, mal so eine Reise alleine anzutreten. Ich glaube, er war, seit wir hier wohnen, auch noch nie so allein in unserer Wohnung. Also wir sind immer nur zu zweit gereist. Oder er war irgendwie mit seinen Freunden im Skiurlaub. Deswegen freue ich mich auch sehr, diese Reise alleine anzutreten. Bin super aufgeregt. Und zwar findet da in Bad Tölz der Tölzer Weg statt, also mit V. Und zwar geht es da um die pflanzenbasierte Ernährung und auch einen nachhaltigen Lebensstil. Und da werden dann ganz viele so Kurse und Workshops stattfinden. Das ganze Programm ist darauf ausgelegt. Also ich habe da schon ganz tolle Punkte auf meiner Liste. Und zwar findet das Ganze dieses Jahr vom 24.04. bis zum 22.05. statt. Ich werde da mit der Bahn hinfahren. Das heißt, mein Wecker wird um 5.30 Uhr oder so klingeln. Dann werde ich mich auf den Weg machen. Zum Tölzer Weg. Da geht es dann auch so um die Themen mentale Stärke und Stressbewältigung. Ich werde auf jeden Fall auch meine Wanderschuhe mitnehmen und freue mich auf jeden Fall auf die Zeit in der Natur, das alles zu erkunden und auch auf die Menschen, die ich dort kennenlernen werde. Das Hotel am Wald, da bin ich auch schon. Ich bin angekommen in meiner kleinen Höhle für die nächsten Tage und das Bett ist einfach so ausgerichtet, dass man vom Liegen die Berge sehen kann. Richtig herrlich. Ich zeige euch mal hier meine vier Wände. Also man kommt rein, hat direkt diesen Ausblick. Hier an der Seite ist eine Garderobe und hier gegenüber geht es dann direkt ins Badezimmer rein. Was ich auch liebe, ist, dass die Tür einfach durchsichtig ist. Herrlich. Und vor allem von der Dusche kann man auch direkt ins Schlafzimmer schauen. Und dann gehen wir hier mal lang. Ich habe mich hier schon so ein bisschen breit gemacht, habe ja hier meinen Proviant dabei gehabt. Meine Vitamine sind auch mitgekommen. Datteln snacke ich natürlich immer. Und hier ist einfach das schöne Bett. Und wenn man hier auch dann morgens aufwacht, sieht man direkt die Berge. Hier ist noch ein schöner Balkon. Und so sieht meine Aussicht aus. Guten Morgen. Ich sehe vielleicht noch ein bisschen verschlafen aus. Ich habe mich gerade mal fertig gemacht und hatte gestern noch einen richtig langen, aufregenden und schönen Nachmittag und Abend. Ich glaube, ich war so gegen halb elf wieder hier im Hotelzimmer und habe auch richtig gut geschlafen. Wir waren gestern hier im Hotel auch essen und da hat der Küchenchef uns extra so vegane Gerichte vorgeschlagen, hat ganz viel so mit Gemüse, auch saisonal. Wir hatten dann ein richtig leckeres Spargelgericht, auch mit so Kartoffeln und einer super leckeren veganen Buttersoße und so Tomaten oben drauf. Und zum Nachtisch gab es sogar noch ein extra veganes Schokodessert. Das war so ein Muffin mit so einem richtig leckeren, cremigen, fast schon so einem Lava-Kern. Ich werde hier auch von richtig lieben Menschen von der Touristeninformation von Bad Tölz betreut. Und zwar bin ich dann mit denen zusammen einfach zu Fuß dann gestern ins Stadtzentrum gelaufen zum Vortrag. Und ich habe dann auch erfahren, dass das Klima hier zum Beispiel in Bad Tölz besonders ja, angenehm ist und die Luft halt sehr sauerstoffreich ist. Es weht halt immer so ein leichter Wind, was sehr angenehm ist. Und dadurch dürfen halt auch zum Beispiel in bestimmten Bereichen nicht zu viele Häuser gebaut werden oder nicht zu hoch, damit es dann halt auch so bleibt. Ich glaube, deswegen habe ich auch vielleicht so gut geschlafen. Und dann ging der erste Vortrag gestern Abend im Vitalzentrum, was auch ein richtig schöner Bereich war. Da werde ich heute Abend auch wieder für den Kräuterkochkurs hingehen. Da gab es den ersten Vortrag zum Thema Human Design. Ich glaube, so ein bisschen hat mir das schon was gesagt, aber es ging halt noch viel mehr in die Tiefe. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich das erklären soll. Es gibt halt so definierte Punkte innerhalb der Persönlichkeit, die man sozusagen in sich trägt, aber auch ganz viel Offenes, was man zum Beispiel durch die Erziehung und durch das Umfeld ja eingetrichtert bekommt oder halt lernt oder auch irgendwie unterbewusst annimmt. Es gibt im Internet auch so Seiten, wo man dann zum Beispiel seinen Geburtsort und auch sein Geburtsdatum und die Geburtszeit angeben kann. Da wird einem halt so ein ganzes Diagramm angezeigt, weil es da auch so verschiedene Typen gibt und Arten der Persönlichkeit. Und der Sinn dahinter ist einfach, dass man ja sich selbst so ein bisschen besser versteht, warum man vielleicht manchmal wie handelt und einfach, ja, dass man sich mehr Selbstliebe schenkt, indem man einem selber besser versteht. Ich kann euch da gerne mal so eine Seite raussuchen, die wir auch gestern dazu ausprobiert haben. Ist auf jeden Fall sehr spannend, fast schon so ein bisschen gruselig, aber ich glaube vielleicht auch dann trotzdem ganz gut zu wissen. Ich werde jetzt auf jeden Fall frühstücken gehen, freue ich mich schon sehr drauf, denn die Hotelchefin meinte gestern schon, dass sie wohl extra ein paar vegane Sachen zubereitet. Dann werde ich mich mal stärken, denn es geht schon gleich wieder los zum nächsten Programmpunkt, wo ich mich mit einer lieben Dame im Stadtzentrum treffen werde. I don't love you anymore.
Stadtführung habe ich mich mit Birgit May am wunderschönen Stadtmuseum Bad Tölz getroffen. Sie gehört zu den Stadtversucherinnen, die das ganze Jahr über kulinarische Führungen durch Bad Tölz anbieten. Und dem Münchner Architekt Gabriel von Seidel verdankt die Stadt zum Beispiel auch verschiedene Bauwerke. Und er wird auch Giebelgabi genannt, weil er eine Vorliebe für die Umgestaltung der Dachgiebel hatte. Weiter ging es dann zur Hans-Urban-Buchhandlung, die es schon seit über 125 Jahren gibt. Ganz herzliche Besitzerinnen haben wir da auch getroffen. Und die verkaufen auch diese ganz klassischen süßen Adventskalender von früher, auch international. Und das ist ein richtiger Laden zum Stöbern und Verweilen. Ich habe da sogar vegane Kochbücher entdeckt. Fast nebenan sind wir dann zur Max-Schweighofer-Brennerei und dem Weinhaus gegangen. Ganz typisch ist hier zum Beispiel der Gebirgsenzian-Edelwurz oder auch der Tölzer Leonhardisch-Schnaps oder auch der Tölzer Alpenkräuterlikör. Und diese historische Marktstraße an der Isar hat mir ganz besonders gut gefallen. Einfach richtig schön und gepflegt. Und 1995 sollte diese eigentlich während des Krieges zerbombt werden. Aber ungefähr so 3 Kilometer vor dem Erreichen herrschte damals auf einmal dann ganz plötzlich ein richtig großer Schneesturm, sodass sie halt kurzfristig abbrechen mussten. Und so konnte zum Glück die Altstadt erhalten werden, habe ich erfahren. Anschließend ging es dann ins Rendezvous der Gelüste zum Aufwärmen und für ein paar vegane Köstlichkeiten mit Tee. Da wurden wir auch wieder super herzlich empfangen. Da waren ganz viele liebe Mitarbeiterinnen, die wir getroffen haben. Und nebenan gab es auch den wunderschönen Blumenladen Unartig. Das war auch ein absolutes Großerlebnis dort. Und ja, im Café kann man dann auch wunderbar draußen sitzen und die Blumen begutachten. Also eine richtig schöne Ecke. Ein weiteres Highlight an dem Tag war auf jeden Fall das Mittagessen im Café im Süden. Das ist einfach so gemütlich eingerichtet und viele der Wohnaccessoires und der Deko kann man sogar kaufen. Dort gibt es auch ein täglich wechselndes Menü oder auch verschiedene Gerichte mit so Zutaten vom Wochenmarkt und auch sehr viel Veganes. Wie hier bei uns zum Beispiel die Quiche und auch das Risotto mit Spargel. Allein dieser Teller sah schon so schön aus und es war ultra lecker. Ich habe mich hier auch mit Gabi Peters vom Referat für Tourismus und Kultur getroffen und wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie sich der Tölzer Weg erfolgreich entwickelt hat. Angefangen hat das Ganze nämlich 2013 mit der Vegan Challenge und der Veranstalter hatte ein offenes Ohr für die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden und erweiterte im Laufe des Jahres halt dann das Programm. Ich bin gerade echt perfekt satt und glücklich. Es war wirklich herrlich in dem Café. Es war so lecker und mit so viel Liebe angerichtet und die Besitzerin war einfach nur super herzlich. Also eine riesige Empfehlung. Jetzt mache ich hier gerade einen kleinen Verdauungsspaziergang und zwar geht es wieder zum Vitalzentrum. Da war ich ja gestern schon zum ersten Vortrag. Da startet nämlich gleich die Kräuterwanderung und dann findet heute Abend da auch der entsprechende Kochkurs statt. Vielleicht erkennt ihr schon, was wir hier gesammelt haben. Es war nämlich gerade noch so Bärlauchsaison und den erkennt ihr immer daran, dass der so ziemlich nach Knoblauch riecht, also an dem Knoblauchgeruch. Dann hat er halt einen Stiel und ein Blatt und hinten am Stiel kann man den so umknicken und dann sollte es relativ laut knacken. Giersch haben wir unter anderem noch gefunden. Den erkennt man immer an den 3 Blättern und auch an einem 3-seitigen Stängel. Den kann man zum Beispiel in Gemüsebrühe verwenden oder auch einfach wie Spinat verwerten. Das hier war Frauenmantel. Den habe ich auch schon öfter frisch oder getrocknet im Tee getrunken. Der ist wunderbar für die Hormone. Die oberste Regel ist aber wirklich immer, dass man im Zweifel oder bei Unsicherheit es lieber nicht nimmt. Also wirklich vorsichtig sein. Hier findet gleich der Kochkurs statt. Hier liegen schon die ganzen Zutaten bereit. Es wird nämlich regional, saisonal und auch vegan. Bin schon sehr gespannt. Richtig schöne große Küche mit schönen Kochinseln hier. Nach der Kräuterwanderung ging es dann mit dem entsprechenden Kräuterkochkurs weiter. Und zwar hatte dann unsere Kräuterpädagogin und Ernährungsberaterin Angelika Spöri die Kräuter allerdings aus ihrem eigenen Garten mitgebracht, weil wir halt bei der Wanderung eher so durch den Stadt- und durch Parks gelaufen sind. Und dann hat sie uns gezeigt, wie man diese ganz einfach in verschiedene klassische und einfache Gerichte integrieren kann. Und ich habe gleich 2 Rezepte mit Löwenzahn zubereitet. Und zwar einmal diesen gemischten Salat mit Löwenzahnblättern und dazu habe ich dann ein richtig leckeres Holunderdressing zubereitet. Dann gab es außerdem Bratkartoffeln. Dafür habe ich einfach erstmal die Kartoffeln gekocht, dann gepellt und richtig schön kross angebraten. Und die Löwenzahnblüten, die habe ich dann einfach in so einer veganen Butteralternative angebraten, noch ein bisschen gewürzt und darin geschwenkt. Richtig lecker. Außerdem hatten wir dann noch so knusprige Kräuterhefestangen, Bruschetta, Reissalat, Couscous-Salat, Bärlauchsuppe und auch noch ein Dessert. Im
Im Wasser kann man die Kräuter natürlich auch wunderbar verwerten oder wie gesagt im Tee. Da haben wir es uns auf jeden Fall richtig gut gehen lassen. Es war ein sehr gelungener Abend. Guten Morgen, wir haben schon wieder den nächsten Tag. Ich bin auch schon wieder unterwegs und habe mich gestern auch nach dem Kochkurs auf einen kleinen Verdauungsspaziergang zu Fuß nach Hause ins Hotel begeben. Ich liebe es ja auch immer so, Städte zu Fuß zu erkunden. Es hat auf jeden Fall richtig gut getan. Und jetzt gehe ich wieder zum Rendezvous der Gelüste, wo ich ja auch gestern nach der Stadtführung war. Da ist nämlich jetzt wieder der nächste Treffpunkt für einen neuen Programmpunkt. Heute Abend erwartet mich auch noch ein Pilates-Kurs zum Thema Stärke und Bewegung und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das mache ich ja zu Hause auch immer gerne. Auf der Naturwanderung zum Thema die Natur mit neuen Augen sehen, haben wir darüber gesprochen, wie zum Beispiel der Transport hier früher an der Isar stattgefunden hat, wie dieser über die Jahre immer enger geformt wurde, also der Fluss, dann durch Stromgewinnung, durch das Wasser in der Umgebung und wie die vegane Ernährung dem Klima sowie der Umwelt helfen kann. Zum Mittagessen ging es dann ins Café mittendrin, auch an der Isar gelegen. Da hatte ich eine richtig schön bunte vegane Falafel-Bowl und anschließend habe ich dann einfach einen Stadtbummel gemacht. Hat mir wirklich richtig gut dort gefallen in der Stadt und habe da sehr gerne Zeit verbracht. Und vor allem habe ich dann auch den Unverpacktladen Eus Ohne entdeckt. Das kennt ihr vielleicht schon, das Prinzip. Also man wiegt einfach seinen Behälter ab, füllt ihn dann mit dem jeweiligen Produkt und zahlt am Ende dann nur die Füllmenge. So kann man sich super viel Verpackung sparen. Und da gab es echt eine richtig große, schöne, bunte Auswahl an Getreide, Hülsenfrüchten, Süßigkeiten, Hygieneartikeln, Nüssen, Trockenobst und auch so ein paar frischen Sachen. Ich fand es richtig schön und total einladend dort. Also entweder habe ich ein bisschen Farbe bekommen oder ich bin einfach nur ein bisschen rot oder mir ist warm. Ich bin nämlich gleich zum Abendessen verabredet und zwar eigentlich erstmal zu einem Spaziergang. Und zwar treffe ich mich hier im Hotel an der Rezeption mit Marie Hörmann und wir gehen dann ins Café Love und essen dann zusammen dort Abendessen und reden über so Themen wie mentale Stärke. Da bin ich sehr gespannt und danach erwartet mich dann der Pilates-Kurs. Freue ich mich schon sehr drauf und dann kann ich bestimmt wieder richtig gut schlafen. Ich war jetzt sowieso schon so lange an der frischen Luft. Also ich schlafe hier immer sehr, sehr tief und ist zum Glück auch ein sehr gemütliches Bett. Also los geht's! Ich bin jetzt hier gerade wieder am Vitalzentrum angekommen. Ich liebe ja diese Umgebung, das ist einfach so schön und gepflegt und blumig. Und hier ist dann im Gymnastikraum unten gleich der Pilates-Workshop. Morgen! Wir haben den letzten Tag erreicht. Ich gehe so ein bisschen mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Es war wirklich herrlich hier. Ich habe die Zeit sehr genossen. Zu Hause mache ich dann nochmal so eine Zusammenfassung, eine kleine. Ich freue mich aber halt auch riesig auf zu Hause, auf Marco und auf Hamburg auch wieder. Aber habe schon gesagt, ich komme auf jeden Fall wieder. Es hat mir hier wirklich großartig gefallen. Ich bin wieder hier zu Hause in Hamburg angekommen. Tatsächlich wurde ich mit strahlendem Sonnenschein empfangen, was richtig schön war. Normalerweise hat man sonst ja eher so umgekehrt im Kopf, dass es eher im Norden so wolkig, regnerisch und grau ist und windig. Das war dann eher auf meiner Reise so. Aber noch ein Grund mehr, um nochmal hinzufahren, vor allem auch mit Marco, um ihm auch alles zu zeigen. Er fand das auch in meinen Instagram-Stories und so alles so richtig schön. Ich habe auch total liebe Nachrichten von euch bekommen und dachte mir, ich teile nochmal so meine Top 3 aus den letzten Tagen. Und zwar würde da auf jeden Fall auch das Café im Süden zugehören. Das war einfach so schön und so lecker. Wir wurden da so herzlich empfangen und betreut. Die Besitzerin war einfach so eine liebe Person. Und ihr habt ja gesehen, wie toll diese Teller angerichtet waren. Es war ultra köstlich. Auf Instagram haben mir auch einige geschrieben, dass sie schon mal da waren und das dort auch so toll fanden. Dann auf jeden Fall auch der Pilates to Feel Kurs. Da habe ich jetzt extra nicht mitgefilmt, weil das halt so eine ganz, ja, intime Situation war. Das war total schön, dass man da immer so einzelne Übungen beigebracht bekommen hat und dann konnte man bei Musik so seinen eigenen Flow daraus kreieren. Das habe ich so irgendwie noch nie gemacht und das war total angenehm, auch dass man sich da irgendwie nicht so verurteilt oder komisch angeguckt gefühlt hat. Also ich habe mich da richtig wohl gefühlt und das war einfach so eine Mischung aus Workshop, so Bewegung und auch so ein bisschen tiefgründiger was. Und dann könnt ihr es euch vielleicht schon denken, auf jeden Fall auch die Kräuterwanderung und der darauf folgende Kräuterkochkurs. Ich finde es einfach immer wieder
wieder so beeindruckend, wie Pflanzen sich so positiv und gut auf den Körper auswirken können. Gerade halt auch Kräuter sind einfach so gesund und lecker und ja, wohltuend. Da habe ich einfach auch wieder so viel für mich mitnehmen können, ganz viel Neues gelernt und allgemein finde ich es immer toll, so viel Zeit an der frischen Luft und draußen in der Natur zu verbringen. Ja, ich bin auf jeden Fall super dankbar für die letzten Tage. Ich habe es sehr genossen, dort gewesen zu sein und werde euch auch alles an Infos und Links und so in die Infobox packen, wo ich so gewesen bin, was ich so gemacht habe. Und im Herbst findet auch wieder ein Tölzer Weg statt. Also ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich glaube, das habt ihr jetzt im Laufe des Videos mitbekommen, wie toll ich es fand. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!